Moin Leute, wir spielen Starfield, beziehungsweise ich spiele Starfield für euch, mit euch. Schauen wir mal. Wird definitiv ein etwas anderes Format sein, als wir das normalerweise machen. Das heißt, ich werde einfach spielen und werde dann nachher im Schnitt irgendwie 30 Minuten Episoden daraus cutten und hochladen, so wie Content da ist. Weil man hat halt auch nicht immer Zeit mit Familie, mit anderen. Ist leider so. Da ist halt so, was heißt leider, ich liebe meine Familie und ich will sie auch nicht missen. So, aber rein ins Vergnügen. Neues Spiel. Bestätigen. Jetzt hat beste Charaktererstellung. Es wird Ewigkeiten dauern. Ich liebe Charaktererstellungen. Einfach ein tolles System. Bester Game Studios präsentiert. Starfield. Datum 7. Mai 23:30 Argos Extractors Mining Außenposten Mond von Vectera. Ja, das sieht sehr gemütlich aus. Ja, moin. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one simple rule. Okay, mach ich. What's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like now work in the Stardock. Except ich glaube, ich muss die Maus gleich mal ein bisschen runterdrehen. Very helpful. Thank you. Hey, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in a house for rune space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Ja, dann schauen wir uns das doch hier mal an. Erstmal, ich muss die Maus ein bisschen langsamer machen. Das ist viel zu schnell für mich. Mal auf 30. 30 sollte okay sein. Zurück. Weiterspielen. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Ja, ist tatsächlich immer noch sehr schnell, aber damit kommen wir jetzt erstmal zurecht. Wir wollen Starfield spielen und wir wollen nicht in den Einstellungen rumgammeln. Das wäre auch langweilig. Der Laser hat anscheinend ordentlich Rückstoß. Kommt die Charaktererstellung ein bisschen später. Hat sich schön aus. Das gefällt mir.
die Grafik vor sich ist aber ein bisschen runtergedreht, halt wegen der Aufnahme, wegen OBS. Die Einstellungen, die mir vorgeschlagen wurden, waren ultra. Ich habe es mal vorsichtshalber auf hoch runtergesetzt. Weil ich halt nicht weiß, ob mein Rechner das wirklich durchhält. Zusammen mit aufnehmen. Will euch an meinen Eskapaden teilhaben lassen. Jetzt? So, sammeln Mineralvorkommen. Okay. Denkt dran, Laser, kein Vorschlaghammer. Das war tatsächlich ein bisschen gegenhalten. War nicht so wie der eine Typ da gerade. Schon. Auf geht's, ab zur Boss Lady. Jo, okay. Geh voran. Folge Vorarbeiterin Lynn. Vorarbeiterin Lynn könnte ein bisschen schneller laufen. Kann man hier irgendwie gehen? Schnell gehen, das ist sprinten. Ah ne, das kann ich nicht mehr sprinten. Kann ich. So. Umschalt. Ich schalte. Auf geht's, Hella. Los. Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? Ich auch nicht. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Ist nur ein Job. Gibt es eine Taschenlampe? Ich hätte mir die Tastenbelegung vielleicht mal kurz angucken sollen, ne? Taschenlampe. F. Hey, Taschenlampe. Ihr werdet übrigens feststellen, ich habe ein ganz großes Problem bei diesen Spielen. Egal ob Fallout, also bei Bethesda-Spielen. Ich lasse mich sehr schnell, sehr einfach ablenken. Und bin dann auf einmal ganz woanders, als ich eigentlich hin wollte. Und mache irgendwelche Nebenquests und erkunde Höhlen. Also bei Skyrim waren es halt Höhlen und Häuser und alles Mögliche. Und ja, ist halt leider bei mir so. Aufmerksamkeitsspanne von einer Tagesfliege. Lebe zum Glück noch ein bisschen länger. Zack. Mehr Ressourcen. Nehmen wir alles mit. Denn jetzt. Ich hab die doch an. We're getting close, I think. Yeah, everything is just Lynn, seriously. There's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay. Hab ich jetzt? You're up. Something Ja. wrong in there. Okay. Nice. Nur schön den neuen vorzuschicken. Falls irgendwas ist, dann holen wir dich. Ja, ich mach das schon. Wenn ihr so feige seid und nicht hier rein wollt, kann ich auch nichts dazu. Immer noch ein bisschen was hat Beryllium mit. Ja, ich sehe definitiv irgendwas. Nur das abbauen? Wahrscheinlich nicht. Hier schweben Steinchen. Das hier sieht nicht so gut aus. Gut. Nimm das seltsame Objekt.
Nehme ich. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? A new recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ganz ehrlich, Hella hat genau mein Humor. Ach, guck mal, Charakterstellung. Okay, jetzt wird's ein bisschen dauern. Tut mir echt voll leid, Leute. Nee, ich will nicht in einem Genlabor irgendwas machen. Muskulös, nee. Bin ich nicht. Ich bin definitiv nicht muskulös. Ich bin eher so der Typ Teddybär, aber das muss ich meinem Charakter ja nicht auch noch antun, ne? Körpertyp 1, Körpertyp. Unterschied. Oh, weiblich. Entschuldigung. Hätte man ja auch einfach mal so dahin schreiben können, ne? Nee, ich bleib dabei. Hautfarbe. Ich bin ein ziemlich hellhäutiger Typ. Gesicht. Hautfarbe haben wir doch schon. Topform. Dünn, breit, rund, viereckig. Eieiei. Oh Gott. Da werden so viele Leute Schindluder betreiben. Na, ich glaube, das passt. Was haben wir denn hier? Glatze. Habe ich zwar fast, auch muss ich ja nicht auch noch im Spiel haben, ne? Das sind irgendwie so alles so Standardfrisuren, die man schon aus anderen Spielen kennt. Auch. Ja, da werde ich irgendwann landen. Nur nicht mit drüber. Nee, da werde ich nicht landen. Ist ja schlimm. Oh, wei. Ja. Direkt schwierig. Warte nicht. So, okay. Eine Farbe. Zwei, es muss nicht sein. Oh. Okay, da haben wir die interessanten Farben. Bleiben eher bei was Klassischem. Bin heute nicht so abenteuerlustig. Ah, das ist okay. Bart. Was haben wir denn für Bärte? Ah, ist okay. Haarfarbe, Bartfarbe. Ach, das ist auch okay. Oh. Da oben. Runter, hoch, mal breit, kleiner, größer, zurück. Ach, du Heiliger. Da acht. Das sieht ganz okay aus. Augenfarbe.
Oh, braun. Mal da. Mit der kleinen Narbe. Ah, vollkommen. Okay. Augenbrauenfarbe. Warte mal, Bartfarbe war 3. Nehmen wir die Augenbrauenfarbe auch. Die 3 passt sich an. Eieiei. Ich glaube, ich bin mit der Stirn ganz zufrieden. Mit der Nase auch. Ohren, Mund. Zähne. Okay. Das sieht gut aus. Zähne. Nee, wir sind kein Pirat. Wir. Guck. Eieiei. Wenn du da mit dem Helm hängen bleibst, ist bestimmt unangenehm. Aber mein Gott, was man hier nicht alle einstellen kann. Und wo ich ein bisschen auffallen. Hautästhetik. Achso, achso. Meine Güte, so viele Möglichkeiten. Nehmen wir einfach irgendwas ohne. Babyface. Babyface muss auch nicht sein. Passt. Lassen wir Narben. Oh. Eieiei. Erinnert so ein bisschen an den ersten Teil hier, Avatar. Der Typ von der Basis sah genauso aus. War so ähnlich. Nö, nö, nö. Lippenstift. Nee. Nutz, lass auch mal seinen Hintergrund. Was haben wir denn hier? Bestienjäger. In dem besiedelten System wimmelt es von Feinden. In dem es von den Ashtar auf Aquila bis zu den Terrormorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erledigen. Erlegen. Nee. Fitness. Ballistik. Astronomie. Medizin, Geologie, Überzeugen, Bildhauer, Cyberrunner, Schleichen, sich, Dieb. Dateifehler. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis des Verwaltungspersonals? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht? Oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Ich denke mal, das war wahrscheinlich die dritte Option. Fest steht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das Hier und Jetzt und der Weg, den du einschlägst. Ja, Diplomat, Entdecker. Frachtflieger. Monster, Homesteader. Die vielen sauerstoffreichen Planeten, Monde der besiedelten Systeme bieten der Menschheit eine neue... Wenn man über das Know-how verfügt, so wie du. Onin. Nahkampfschleichen, Plünder, ne, Sanitäter, Soldat. Was? Auch das ist. In den besiedelten Systemen bricht häufig Krieg aus. Ausgebildete und bewaffnete Krieger werden also derzeit gesucht. Du hast schon viele blutige Konflikte erlebt. Du hast sie überlebt. Ja. Nicht den ersten Schuss machen, aber den letzten. Passt schon.
glaube, damit sind wir, glaube ich, ganz gut. Fitness, Ballistik, Spec-Training. Dank Spezialtraining und Innovation in puncto persönlicher Mobilitätssystem ist nun eine freie Erkundung fremder Welten möglich. Ja, nice. Und wir nehmen den Soldaten. Haben wir da noch Merkmale? Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien- und Menschen-DNA vereint. Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Teil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Hast du deine Crew für ein bestimmtes Schiffssystem ausgebildet? Repariert sich dieses System gelegentlich vollständig, wenn es zu weniger als 50% beschädigt ist. Im Gegenzug kostet es doppelt so viel Crewmitglieder anzuheuern. Aufgeklärt erzogen. Du bist als Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen. Du erhältst den Maus der Aufklärung in New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Sanctum Universum Kiste. Kann nicht mit einer anderen religiösen Eigenschaft kombiniert werden. Oh, sorry, ich habe mit Religion so gar nichts am Hut. Du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen, gefällt deinen Begleitern, was du tust, erhöht sich vorübergehend ihre Effektivität im Kampf. Missfällt es ihnen, hat dies genau den gegenteiligen Effekt. Sheesh. Du bist ein geselliger Typ. Bist du mit menschlichen Begleitern unterwegs, dann brauchst du weniger Sauerstoff. Bist du alleine, verbrauchst du mehr. Kann nicht mit introvertiert kombiniert. Okay. Freestar Collective Siedel. Einige Missionen der Fraktion Freestar Collective weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnungen auf. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Kann nicht mit einer anderen Fraktionseigenschaft kombiniert werden. Okay. Gesucht. Es hat sich herumgesprochen, dass auf deinen Kopf ein Preis ausgesetzt ist. Gelegentlich werden bewaffnete Söldner auftauchen und versuchen, dich umzubringen. Aber in die Ecke getrieben, läufst du zu Hochform auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du erhöhten Schaden. Ja. Ganz kurz was umstellen. So, da bin ich wieder. In den UC geboren. Einige Missionen der Fraktion United Colonies weisen zu. Achso, das ist wieder so ein Fraktionsding. Introvertiert, du bist lieber alleine unterwegs und verbrauchst weniger Sauerstoff. In Gesellschaft menschlicher Begleiter jedoch mehr. Kann nicht mit extrovertiert kombiniert werden. Wäre auch ein bisschen komisch. Kinderkram. Deinen Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Neonstraßenratte. Ja, du bist in den Straßen von Neon aufgewachsen. Mission in Neon weisen zusätzlich Dialog zum besseren Finden. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Kann nicht mit einer Anfrage. Das ist schon wieder Schlangenumarmung. Du bist im Glauben an die große Schlange aufgewachsen. Nee. Grafsprünge verleihen deiner Gesundheit und deinem Sauerstoff einen vorgehenden Spruch wie bei einer Sucht sinken jedoch beide, wenn du nicht regelmäßig springst. Terra Firma. Du hast dich nie ans Weltall gewöhnt. Okay, Gesundheit und Sauerstoff sind am Boden erhöht, im Weltall jedoch verringert. Kann nicht mit Weltraum kombiniert. Traumhaus. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Galbank 125.000 Credits und die muss wöchentlich bezahlt werden. Ja, nee, ist klar. Universell erzogen. Das ist schon wieder das Weltraum. War die eigentlich wieder? So auch so ein paar Sachen im Weltraum machen, aber ich denke mal, das meiste davon werden wir wirklich auf den im Weltraum machen. Falsch, andersrum. Das meiste werden wir irgendwo auf Planeten machen. Nehmen wir den. Bart ist, glaube ich, ganz gut. Extrovertiert oder introvertiert? Ich würde ja sagen introvertiert, weil man kann zwar seine Leute dann auf das Schiff packen, aber man kriegt ja auch noch diesen Roboterbegleiter, so viel ich weiß.
Das habe ich gar nicht gesehen. Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Nee, danke. Ich glaube, ich bin introvertiert. Ein introvertierter Empath, der lieber auf dem Boden der Tatsachen. Toto. Auf geht's. Charakter benennen. Pronomen. You were a good find when we hired you. Former military always knows how to get the job done. Nee, auf jeden Fall. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? Easy there, High Flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More okay. Importantly, we got what we were looking for. All this nice. Trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. Mit meinem anderen weiß, was los ist. Mine has pulled in all month. Will be. Speak of the devil. Ah ja, okay. Ja, ich folge Lin gleich. Ich muss ja aber mal eben. Hier nicht so alles gibt. Unterzieher Weltraum. Ja, ein bisschen was, da ein bisschen was. Nee, Tür auf. Danke. Oh, Flotstick. Nice. Don't mind me. Ich nehme nur alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich glaube, ich werde die Maus dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen langsamer machen. 20 runter. Bewege ich die Maus lieber ein bisschen öfter. Das Spielen. Oh, mehr Loot. Mit. Guck mal, hier ist so ein ganzer Raum, Leute. Hi. Okay. Wenn du das sagst. Supervisor's log. It's day 2 of Argus Extractor's Victera dig. Freestar Collective Claim ID Beta 7548 Alpha. Site setup was fairly painless. New record for us. 18 hours, including the elevator. The prefabs are starting to show their age, though. Time to rebudget for new equipment. Again. The crew is good. Spirits are high enough. Hella is a pain in my... Oh, sure. Just take my stuff. All yours. Okay, cool. Danke. Mach ich. You all right? Need some coffee or something? Oh. Got a packet. Das ist schon mal ein gutes Universum. Hier gibt's Kaffee. Ein Leben oder Kaffee geht gar nicht. Argos usually ain't so good at picking sites. Oh, this time, like a miracle. Macht ihr eigentlich alle nichts außer? Wundert ihr euch nicht, dass ich alles werbe? Glad when we're off this rock. Papier, Papiertücher, Seifenspender. Die drei Muscheln, okay. Ja, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ist mir nicht. Versuchen wir durch den Spinn zu kommen, Kollege. Mal denn. So.
erschaffen. Mehr drin. Hier, all euer Stuff. So. Eine Tür. Noch ein Waschbaum. Ende Weihnachts. Naja. Neon Game Cult. Nehmen wir mit. Auch das. Ja, wer möchte nicht so einen schönen nassen Pümpel im Inventar haben? Da waren wir. Hier müssen wir. Ich weiß. Hey, that was my sandwich. Oh. Not interesting. Whatever it is. Nee, okay. Tuck, tuck, tuck. I just got insects. Nee, ich will mich. Das ist wahrscheinlich eh alles überhaupt nichts wert, was wir gerade mitnehmen. Lynn sure seems to like you. Guess she would know, being the boss and all. Supervisor's logs. Ah. Egal. Schatzkiste. Oh. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Ja. Startmenü, Sternkarte, Skills. Nee, ist kaputt. Kann ich denn den Helm aufsetzen? So, den Bereich unten rechts macht den Meta. Ah! Die Kategorie Helme. Zack. Und dann hier noch. Zack. Minenarbeiter. Hilfe, Notizen, Ressourcen, alles.